Meine Lieben und herzlich willkommen. Mein Name ist Captain Bam, dies ist das Spielemagazin und dies ist ein erster Blick auf das Spiel Chicory, A Wonderful Tale. Wir schauen mal, was es hiermit auf sich hat. Auf jeden Fall geht es um Faubel, das sehen wir hier schon. Der magische Pinsel, jeder Pinselstrich füllt unsere Welt mit Farbe. Aber natürlich braucht es auch ein Farbenkind, um den Pinsel zu schwingen. Dieser Pinsel wurde im Laufe der Zeit von Generation zu Generation weitergegeben. Aber das aktuelle Farbenkind, Chicory, sie ist ja so cool. Ein richtiges Genie. Dank ihr ist unsere Welt so schön wie noch nie. Der magische Pinsel, jeder Pinselstrich füllt unsere Welt mit Farbe. Ihren Turm sauber zu halten. Okay. Gut, das bin ich. So, ich soll hier offensichtlich irgendwie alles sauber machen. Kann das sein? Okay, und das ist der Turm von Chicory, so wie ich das sehe. Na gut, dann machen wir hier mal so ein bisschen sauber. Lalalalalalala. Und schauen mal, was passiert. Muss ich jetzt hier wirklich alles so sauber machen? Alter, bin ich ja Tage beschäftigt. Oh, ich habe irgendwas. Was ist passiert? Habe ich es kaputt gemacht? Nein, es geht noch. Irgendwas habe ich falsch gemacht, oder? Was soll ich hier machen? Moment mal. So. Muss ich um die Dinger drumherum wischen oder was? Okay, ich putze mal weiter. So, bisschen links, bisschen rechts. Also was ich auf jeden Fall schon mal sagen muss, ist ja auf jeden Fall ganz nett gemacht. So für, ist wohl eher was für Kinder, so wie mir scheint. Aber das ist doch auf jeden Fall nice. Schön bunt. Und ein bisschen überraschend. Was ist denn? Was ist denn los? Kaum putze ich hier mal so ein bisschen. Schon passiert irgendwas. Ich habe überhaupt keine Ahnung. Oh nein! Chicory ist im Schiff farben. Ich habe wohl zu gründlich sauber gemacht. Okay, verstehe. Ich muss hier sofort Bescheid geben. Gut, wie mache ich das? Ich kann hier nochmal ein bisschen sauber machen. Toll. Wie? Ah, mit WASD kann ich mich bewegen. Hier ist die Tür. Turm der Farben. Leertaste. Seltsam. Eben war doch noch alles bunt. Ja, ich habe es kaputt gemacht. Shit. Porträt. Oh yeah, dieses Porträt, das ist Mandel, ein Klassiker unter den Farbenkindern. Sie hat als eine der ersten ihre Persönlichkeit in ihr Farbwerk einfließen lassen. Die Stilrichtungen der Farbenkinder wurden nach ihr wesentlich vielfältiger. Man muss einfach Respekt vor ihrem Vermächtnis haben. Porträt, Porträt, Porträt. Was ist das? Oh, Porträt. Was ist denn? Das sind doch alles dieselben Porträts, oder? Das hier, ich glaube, das ist Karotte. Er war ganz in Ordnung. Sehr experimentell. Ich glaube, selbst zu seiner Zeit war er nicht sonderlich beliebt. Ich weiß aber, dass er noch immer einige Fans hat. Okay, gehen wir mal weiter. Schauen wir mal, was da noch so kommt. Kommen noch mehr Porträts. Hier, was ist das da? Oh, das ist Parfait. Sie war farbenfroh und heroisch, genau wie Chicory. Wäre sie hier, sie würde vermutlich sagen, keine Sorge, Pizza. Es ist schon in Ordnung, dass alle Farben ganz ohne Grund verschwunden sind. Ja, toll. Ich sollte aufhören, hier rumzutrödeln. Chicory muss erfahren, was hier vorgeht. Jawohl, nichts wie los. Wir marschieren mal darüber und gucken mal, ob uns das hier irgendwie weiterbringt. Hier liegt ein Pinsel. Chicorys Zimmer, Pinsel, Leertaste. Oh mein Gott, was macht denn das hier? Chicory, was ist passiert? Ich bin sicher, sie ist dort, aber sie hat ihren Pinsel einfach hier liegen lassen. Oh mein Gott, es muss totale Panik herrschen. Was, wenn ich den Pinsel schwinge? Genau wie sie. Sicher wird sie die Hilfe zu schätzen wissen. Na, garantiert. Hallo, schaut mich mal an. Ich bin ja ganz besonderer Frechdachs. So, vielleicht wenigstens ganz kurz. Nimm ihn. Auf gar keinen Fall. Natürlich, nimm ihn. Los. Nimm ihn. Du hast den Pinsel. Yeah. Ich habe den Pinsel der Macht. So, da würde ich sagen, malen wir mal ein bisschen. Oh ja, das ist schön. Das ist toll. Ich habe ein bisschen über den... Oh, ich habe mich... Oh shit, ich habe mich angemalt. Jetzt machen wir mal alles blau. Kann man hier die Farbe auch wechseln? Ah, ich kann auch wieder löschen. Mit Rechtsklick kann ich löschen. Mit Linksklick kann ich mal blau anmalen. Gehen wir mal in Chicorys Zimmer. Es ist abgeschlossen. Ich hoffe, es ist in Ordnung. Gut, dass sie mich als Helfer hat. Na, was für ein Glück. Malen wir erstmal hier das Bild hier blau. Oh ja, das geht ja so. Schaut mal. Boing. Teppich. Yeah. Ah, man kann das auch so. Ah, das ist ja noch besser. Dann kann ich das ja einfach so. Hier. Zap, zap, zap. Pass mal auf. Toll. Doing, doing, doing. So, jetzt bräuchte ich bloß noch ein bisschen mehr Farben. Dann wird es noch geiler. Gut, gehen wir mal hier runter. Was hat es denn hier Schönes?
Der dunkle Wald. Na, zum Glück habe ich Türkis an der Hand, um hier im Wald mittags mal, um hier im Wald ein bisschen für Stimmung zu sorgen. Zum Beispiel, flupp und schwupps. Knabbertunnel, das klingt gut. Knabbertunnel, das klingt nach mir. Wo sind die Chips? Kann man hier rein? Ja, kann ich. Oh, ein Bett. Das ist mein Haus. Hey, ich schätze, es ist ziemlich spartanisch. Die Sauberkeit im Turm war für mich wohl von immer von höchster Priorität. Dann machen wir das Bett halt mal blau. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Also gehe ich wieder raus. Was ist das da? Haus von Pizza. Leinwand Nummer 4. Leertaste. Das war eines von Chicorys Gemälden. Ich weiß, dass es auch entfernt wurde. Die Kunstakademie von Buffet ist für diese Bilder verantwortlich. Okay, dann gehen wir mal hier nach links. Oh, da. Hallo, Basilikum. Hallihallöchen, Pizza. Kleiner Gartentipp gefällig. Manche Blumen wachsen, wenn sie bunt sind. Andere wachsen nur, wenn sie farblos sind. Wenn du eine bunte ausradieren möchtest, dann benutze Rechtsklick. Das habe ich schon rausgefunden. Jetzt hier. Oh. Das ist interessant. Interessante Interaktion. Hm. Und was genau bringt das alles? Was ist denn da hinter diesem Busch? Der bewegt sich. Ich sehe das. Warum bewegt er sich? Der verliert die Farbe auch wieder. Das ist ja interessant. Okay, kann ich diese Harke hier irgendwie aufnehmen? Nein. Und das da? Auch nicht. Kann ich nochmal mit dem quatschen? Es ist bestimmt überwältigend, den Pinsel zu schwingen. Wenn du nicht sicher bist, was du tun sollst, sprich einfach mit Brombeere, dem letzten Farbenkind. Sie lebt südöstlich von hier im Abendmahlwald. Südöstlich. Andere alte Leute wie wir haben immer einen guten Rat zur Hand. Aha. Okay, dann versuchen wir es doch mal. Südöstlich im Abendmahlwald. Das war doch hier der Abendmahlwald, oder? Hier ist der Pfeil auch. Zeigt nach Süden. Oh, da ist ja nochmal jemand. Hallo, Thymian. Wusstest du schon, dass man mit anderen zusammenmalen kann? Wenn du das Spiel mit P pausierst und dann Koop starten willst, kann jemand anders mit dir spielen und einen zusätzlichen Pinsel steuern. Gemeinsam malen kann Spaß machen. Mir jedenfalls hilft es immer bei meinen... Hat sie gesagt, Essproblem? Oh, ich kann mich aber hinsetzen. Das ist ja toll. Manchmal läuft ein Tag ganz gut. Und dann gibt es wegen einer Kleinigkeit einen Totalabsturz. Das ist jetzt aber gerade nicht der Fall. Diesmal lag es daran, dass die ganze Welt plötzlich schwarz-weiß wurde. Blöd. Okay. Ich tue jetzt mal so, als könnte ich nichts dafür. Geh einfach weg. So. Ist das Brombeere? Hallo Brombeere. Nein, das ist nicht Brombeere. Oh, hallo Pizza. Die ganze Welt ist verschwunden. Was ist hier los? Und warum hast du Chicorys Pinsel? Ich habe das Gefühl, hier stimmt etwas ganz und gar nicht. Also, wenn du den Pinsel hast, könntest du dann mein Haus wieder einfärben. Wie immer du magst, du kannst das Mausrad oder Z benutzen. Ah, um Farben zu ändern. Das ist ja toll. Oh, schaut mal, hier, jetzt geht hier mal was. Okay, machen wir das mal grün. Und dann habe ich hier ein bisschen lila. Geht das so? Nein. Gut, dann machen wir hier erstmal ein bisschen grob. Aber okay, so. Gut, das habe ich sehr schön gemacht. Was? Danke, aber, es tut mir leid, kannst du ein wenig davon löschen? Das kannst du mit Rechtsklick tun. Ich werde dir sagen, wann du mit dem Löschen aufhören sollst. Okay, dann lösche ich ein bisschen was. Hier. Ich mache dir so Flecken rein. Nee, immer noch nicht. Hallo, sag doch mal was. Oh, jetzt habe ich alles gelöscht. Du hast gesagt, du meldest dich, wenn ich aufhören soll. Das reicht. Okay, toll. Ist ja nur noch das hier grün. Das war nicht so, wie es mir zuvor gefallen hat. Aber du kannst es wieder neu einfärben, wenn du möchtest. Ich würde mich freuen, wenn du es anders einfärben könntest. Mensch, die ist auch gar nicht anspruchsvoll hier, die alte... Was ist denn hier los? So besser? Gefällt dir das so? Sag mal was. Ja? Nein? Vielleicht? Sollen wir das da unten grün machen? Komm, ich mach's mal grün. Oh, jetzt habe ich mich selber grün eingefärbt.
So. Okay. Was haben wir denn noch? Machen wir die Fenster, machen wir blau. Und das muss reichen. Zack. Haben wir noch eine schöne gerade Linie gezogen. Schwupps. Hier oben können wir noch ein bisschen was löschen. Oh, das war schon zu viel. Alter, komm her. So. Ja, das sieht doch top aus. Mädel, sag was. Oh, bist du also fertig? Ja, dann ist das wohl in Ordnung. Ist bloß ganz anders als das, was Chicory gemalt hat. Ja, toll. Oh. Aber danke. Ja, super. Ich freue mich auch, dich kennengelernt zu haben. Tschüssikowski. So, oh nein, da wollte ich nicht hin. Südöstlich hat es geheißen. Ich muss hier rüber. Wieso kann ich... Ah, Moment. Ah, malen. Südöstlich. Wo ist Chicory? Da ist doch auch nochmal was. Hier bewegt sich irgendwas. Scheißendreck. Wo ist denn diese Chicory? Komme ich denn da hin? Ah, schaut mal, habt ihr gesehen? Oh, das ist ein Geschenk. Leertaste. Ich will ein Geschenk. Du bekommst Mütze. Jetzt tragen. Hey, geil. Okay, gut. Und jetzt? Leertaste. Aufgehoben. Ein wenig Müll. Okay. Bringt mich das irgendwie weiter? Kann ich... Moment mal. Wenn ich jetzt hier irgendwas anmale... Oh, habt ihr gesehen? Okay, springen kann ich übrigens nicht. Jetzt bin ich wieder bei... Was ist denn hier? Da... Hä? Oh, Geschenk, Leertaste. Yay! Was habe ich jetzt bekommen? Du bekommst? Schon wieder eine Mütze. Oder? Nee, das ist ein anderes Kleid. Ah, okay. Gut. Ich check's noch nicht so ganz. Hier komme ich nicht rüber irgendwie. Moment mal, wenn ich jetzt hier da ein bisschen was anmale, bringt das irgendwas? Verändert das was? Nein. Nicht wirklich. Okay, bringt mich jetzt hier so nicht weiter. Dabei sah das jetzt im ersten Moment ziemlich erfolgversprechend aus, fand ich. Die Art und Weise, wie ich mich dahin gearbeitet habe, war zunächst ziemlich cool. Versuchen wir mal hier noch weiter nach Süden zu kommen. Wer bist denn du? Oh, und warum komme ich da nicht rüber? Ist das Brombeere? Sehe ich nicht. Okay, erstmal versuchen hier rüber zu kommen. So, wer bist denn du? Du bist Böhnchen. Jetzt versuche ich doch mal erstmal ganz kurz da mal wirklich rüber zu kommen. Das geht ja gar nicht. Hier, was ist da? Kann ich da irgendwas? Da komme ich auch nicht rüber, oder? Nee, da komme ich nicht dran vorbei. Hier führt ein Weg rein. Aber dann geht es irgendwie auch nicht weiter. Hallo? Okay. Irgendwie weiß ich jetzt hier nicht weiter. Müssen wir doch mal mit Bündchen sprechen. Oh, Servus. Du hast nicht zufällig ein paar kleine Rotznasen gesehen? Meine Kinder sind abgehauen. Zum Millionsten Mal. Wenn du also irgendwas rascheln siehst, oh, versuch einfach ein paar Mal mit dem Pinsel drauf zu tippen. Dann werden sie schon auftauchen und schick sie dann hierher, okay? Cool. Ah, da habt ihr gesehen? Hier. Da ist es. Verwirrtes Kind. Verwirrtes Kind. Hallo, du hast ein verwirrtes Kind gefunden. Sehr gut. So, Moment mal, da war unten war doch gleich nochmal eins. Das weiß ich doch ganz genau. Hier. Hier. Komm raus, du! Und da ist auch nochmal eins, oder? Nein? Ja, was mache ich jetzt mit dem? Leertaste, ja. Du hast mal wieder ein verirrtes Kind gefunden. Na toll, das läuft doch gar nicht schlecht. Zwei. Jetzt habe ich schon zwei. Gut, jetzt weiß ich zumindest, was ich mit diesem Busch machen soll. Soll ich dir die zweimal abgeben? Hey, du hast ein paar meiner Kinder gefunden. Vielen Dank dafür. Ich werde ganz schön damit beschäftigt sein, mich hier um sie zu kümmern. Um sicherzustellen, dass sie nicht schon wieder abhauen. Wenn du also die anderen zwei findest, wäre das super. Schau mal vorbei. Alles klar. Gut. Ah, jetzt sind wir wieder hier irgendwie. Da komme ich aber nicht dran vorbei. Das ist mal wieder richtig beschissen. Gut, hier heißt es auch Schlucksumpf in diese Richtung. Aber das ist alles noch zugebaut. Aber wahrscheinlich soll ich da einfach noch nicht hin. Ich soll ja stattdessen... irgendwie woanders hin und weiß nicht, wie ich da hinkomme. Hä? Moment mal, wie bin ich denn jetzt da überhaupt hergekommen? Ich bin gerade die Stecker völlig auf dem Schlauch. Ah, okay, verstehe. Hier erstmal durch. Oh, da ist übrigens eine Höhle.
sehe ich jetzt gerade erst, die Miam-Höhle. Ich glaube, das finde ich doof. Ich will nicht jetzt in die Höhle. Ich will erstmal sprechen mit dieser... Hier, komm raus! Nein, da ist doch niemand drin. Ich dachte, da sei jetzt jemand drin. Mittags mal... Leertaste, versperrt. Oh, warte einen Augenblick. Ha, da kommt er. Schnaufkoi, ich tut mir leid, heute bin ich spät dran. Verflixt, hab sogar vergessen, mich anzuziehen. Hupsi. Ich sollte Eingabe oder I drücken, um meine Kleidung zu wechseln. Ah. Sehr gut. Ist schon viel besser. Okay, komm mal rein. So, Moment, kann ich auch Eingabe drücken? Aha, schaut mal hier. Kann ich auch so ein bisschen was Neues anziehen, Beanie anziehen, Bandana anziehen. Ich bleibe mal beim Beanie. Farben können sich ändern. Ja, zack. Flupp und schwupps. Sehr einfallsreich. Oh, ist schon besser. Ja, gestreiftes T-Shirt. Hier kann ich offensichtlich aber nicht mehr machen, oder? Doch, schaut mal hier. Ich habe immerhin zwei Sachen. Gestreiftes Shirt oder ein Overall. Ich mache mal den Overall. So, ist jetzt noch irgendwas? Nein, das heißt verkleiden. Mhm. Gut, alles das wollte ich jetzt eigentlich gar nicht. Ich wollte ja, wenn man ganz genau die Sache sieht, Pumpernickel. Boah, gibt es hier viele Pumpernickel, Makrone, Thymian, Chicorée. Ich drehe durch. Und da bin ich jetzt schon wieder zu Hause. Ich sollte doch zu dieser einen Tante, zur Brombeere. Und die Brombeere lebt südöstlich irgendwo im... Das ist Gürkchen. Irgendwo in diesem Wald. Das hier ist Limone. Genau, die geht mir eh schon auf den Sack. Das hier ist ein Busch, den kann ich anmalen. Dann komme ich auch vorbei. Aua, hier. So, einsammeln. Das verwirrte Kind Nummer 3. Sehr gut. So, jetzt kann ich das hier nochmal probieren. Da ist irgendwie klar, das mache ich schon grundsätzlich richtig. Dann hier über die Bäume drüber. Da war das Geschenk. Hier kann ich zwar rübergehen. Ah, Moment, ich kann hier noch über die Bäume drüber. Dann wieder nach unten. Dann hier über die Bäume drüber. Dann hier rüber. Und dann bin ich bei... Bei wem? Hat Chicorée dir diesen Pinsel gegeben? Ja. Dann ist es noch schlimmer, als ich gedacht habe. Scheiße. Du wirkst nicht so, als seist du bereit. Hoffentlich irre ich mich da. Leertaste. Komm hier entlang. Okay, alles klar, Baby. Ich folge dir unauffällig. Nachtmahlwald. Und nö? Ja, toll. Oh, ein Baum. Ah, verstehe. Habt ihr gesehen? Das ist ja cool. Okay, so viel zum Thema Spieldynamik. So, dann gehen wir mal hier runter. Ah, hier komme ich jetzt... Ah, Moment, Moment. Das ist ja noch geiler. Pass mal auf. Doing, doing, doing. Oh, toll. Super. Ich scheitere hier schon an der einfachsten Mission. Nochmal. Doing, doing, doing. Und hopp. Und ein neues Geschenk. Was ist das? Ein Blümchenkleid. Das stecke ich mal ein. So, und jetzt kann ich hier... Doing. Super. Jetzt bin ich hier drüben. Habe ich irgendwas übersehen? Nö. Weiter. So, schwupps, schwupps. Dann hier rüber, anmalen, schwupps. Und... Okay. Geh ich mal hier rüber. Dann kann ich das da anmalen. Wie wir ja wissen, bringt das ja was. Aber ich keine Ahnung, was das jetzt genau bringen soll. So, oh, hier ist ein Geschenk. Leertaste. Du bekommst einen Hut. Stecke ich ein. Gut, weiter. Zack, 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 wieder zurück. Was ist das? Ah! Ein verirrtes Kind. Moment, hier rüber. Und jetzt? Und jetzt? Hä? Habe ich irgendwas verpasst? Gut, jetzt bin ich unten. Komme ich da entlang? Ah, da komme ich entlang. Verstehe.
loses Kind wieder hier so einsammeln. Okay, was ist hier los? Da kann man doch irgendwas machen. Ah, Geschenk. Gut, prima. Du bekommst ein Sternenshirt. Warum nicht? So, jetzt einmal malen. Aber da komme ich jetzt nicht oben drauf. Okay, interessant. Das bringt mich irgendwie nicht weiter. Ich müsste irgendwie da runter und von da da hoch. Das ist auch interessant hier. Da kommt man auch irgendwie da hoch, aber scheinbar noch nicht. Ich kann jetzt hier wieder hochgehen. Jetzt kann ich darüber, dann da hoch. Ah, schon wieder ein Geschenk. Meine Güte, aber Geschenke gibt es hier jede Menge. Eine Schleife. Oh, oh, bin ich nicht süß? Das hier sieht irgendwie gruselig aus. Ich mach's erstmal an. So, komme ich hier? Ich komme hier weder runter, noch irgendwo sonst hin. Okay, alles klar. Malen wir das mal an. Gehen hier wieder rüber. Wie komme ich jetzt hier weiter? Was ist das hier? Das hier funktioniert. Dann komme ich hier aber nicht weiter. Kann ich... Moment mal. Kann ich nicht einfach... Ja, so. So komme ich doch runter. Zack. Nochmal ein verirrtes Kind. Nummer 4. Top. Damit habe ich alle 4 Kinder gefunden und komme jetzt sogar noch hier runter. Kann ich hier auch alle vorher anmalen und dann muss ich bloß noch drauf springen? Das geht. Super. Hier gibt es auch noch einen, aber ich gehe jetzt erstmal hier rüber. Ah, okay. Hier komme ich irgendwie runter. Da gibt es ein Geschenk. Da komme ich aber jetzt nicht hoch. Das ist interessant. Funktioniert so nicht. Also hochschleudern lassen kann ich mich nicht. Muss irgendwie anders gehen. Oh, habt ihr... Oh, langsam, langsam. Was war das da? Müll. Nehme ich mit. So, und hier kann man jetzt wieder mal in die Miam-Höhle. Was ist denn das? Ich check das hier gerade überhaupt nicht. Moment, nochmal. Halt, halt, halt. Der Miam-Höhle. Was muss ich denn hier machen? Ich mal einfach mal alles an. Alles. Licht. Okay, ich bin ein bisschen irritiert. Ich gebe es zu. Die Miam-Höhle. Komm hier weder nach links noch nach rechts irgendwie weiter. Das ist ja schon nett, weil da gibt es irgendwelche tollen Rätsel hier, aber so richtig durchsteigen tue ich noch nicht. Ich kann ja auch schon exzessiv rummalen, bringt nur nichts. Okay. Interessant. Okay, da bin ich jetzt noch nicht so richtig dahinter gestiegen, was jetzt hier das Konzept sein soll. Aber wir gucken einfach mal weiter. Und hier gibt es jetzt auch irgendwie nichts, wo ich so richtig automatisch checken würde, wie ich weitermachen muss an der Stelle. Auch irgendwas anmalen bringt jetzt nicht so viel. Ist aber schon interessant. Also ich muss sagen, klar,
Ist natürlich ein super einfach gestaltetes Spiel. Und natürlich im ersten Moment scheint es was für Kinder zu sein, aber wenn man ganz ehrlich ist, ist die Rätselkost halt anfänglich natürlich super easy, wird aber mit der Zeit dann schon interessant, ne? Weil jetzt zum Beispiel stehe ich ein bisschen auf dem Schlauch. Aber jetzt gucken wir mal hier. Aber ein Telefon. Telefonzelle. Die einzige Nummer, die ich auswendig kenne, ist die meiner Eltern. Ich könnte sie ja mal anrufen. Sie wissen immer, was zu tun ist, wenn ich nicht weiter weiß. Sie sind einfach die Besten. Verstehe. Jetzt probieren wir trotzdem mal ganz kurz hier rein zu gucken. Oh. Was ist denn das hier? Kann man sich halt auch super die Zeit vertrödeln, ne? Und irgendwie Sachen anmalen. Nicht, dass es jetzt irgendwie großartig Sinn hätte, aber. Ich meine, hey, warum nicht? Ja? Hallo. So, zack. Habe ich alles angemalt. Bis auf den Boden. Na okay, hat jetzt nichts gebracht, aber egal. Ah, von außen kann ich auch noch ein bisschen rummalen. Na gut, okay. Weiter. Soll ich mal meine Eltern anrufen? Komm, zu Hause anrufen, Inhalt und einen Hinweis bekommen, was jetzt zu tun wäre. Ja, komm, wir machen mal. Ich soll natürlich anrufen und soll eigentlich jetzt zu Brombeere. Hi, Mama. Ah, Pizza. Deine Schwester war gerade hier. Was beschäftigt dich? Du erklärst deiner Mutter die gesamte Situation? Das ist sehr interessant. Ich glaube, ich hätte eine Idee für dich. Du sollst mal nach Brombeere umsehen. Na toll. Sie ist in der Nähe des Hauses. Sie muss also auch in der Nähe sein. Du bist in der Nähe ihres Hauses. Ah. Jedenfalls denke ich das. Danke für deinen Anruf. Ruf mich mal wieder an, okay? Oh, warte kurz. Dein Vater guckt mich so komisch an. Ich glaube, er möchte was sagen. Du weißt doch, dass er immer ausgesprochen detaillierte Ratschläge hat. Soll ich ihm einen Hörer geben? Ja, okay. Schon verstanden. Kein Problem. Besuch uns mal. Okay, offensichtlich bin ich durchaus in der Nähe und ich sehe da hinten. Da haben wir wieder mal ein verirrtes Katzenkind. Ich schnapp mir das und das ist jetzt allerdings schon das fünfte. Ich dachte, es sind nur vier. Egal. So, weiter. Oh, toll. Was ist denn hier jetzt los? Okay, was ist das da? Dann gehen wir mal hier runter. Gehen hier rüber. Das wird ja immer düsterer hier. Schups. Ah, hier. Hallo. Du hast es also endlich geschafft, Leertaste. Das hier wollte ich dir zeigen. So etwas habe ich noch nie gesehen. Ja, das sieht echt irgendwie komisch aus. Doch wenn Chicory glaubt, dass du den Pinsel verdienst, dann obliegt es deiner Verantwortung, dich dem hier zu stellen. Was genau geht hier vor? Was ist mit den Farben meiner Schülerin passiert? Und wo ist sie? Ja, das sind alles Fragen. Boah, wir werden hier aufgefressen. Jesus Christ. Alles klar. Bevor es jetzt zu düster wird und ich heute Nacht nicht mehr schlafen kann, höre ich jetzt an dieser Stelle auf, meine Lieben. Ich hoffe, ich konnte euch einen schönen Eindruck vermitteln von Chicory und A Wonderful Tale, wie das Spiel im Englischen heißt. Ich finde es nett. Es ist nett. Es hat so ein Rätselspiel rund um Farben. Steuerung ist gut. Optik ist bunt. Und ja, ich werde noch ein bisschen weiterzocken, mir dann ein Bild machen, Review schreiben dazu. Und ich freue mich natürlich über euer Feedback. Falls ihr also schon einen Eindruck habt oder falls ihr womöglich dieses Spiel schon kennt und schon ein bisschen weitergespielt habt, lasst es mich gerne wissen. Mein Name ist Captain Bam, ihr seid die Besten. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.